müssen heute, so ein bisschen ruhiger machen, weil das Problem ist, entweder habe ich mir eine Rippe gebrochen oder ich habe mir irgend so einen Nerv eingeklemmt, weil es tut richtig weh. Haha! Ohne Scheiß. Also ich kann kaum mich bewegen. Aber wir machen jetzt hier. Wir machen jetzt R8 fahren. Tief. Schön. Und danach geht's vorne morgen. Scheiße, Alter. Fabian! Da fliegt der ab, steht im Weg. Guck mal, den Schlüssel. So, der Schlüssel habe ich schon ab. Warte mal. Spaß, ja. So. Ey, Gott sei Dank hast du das nicht gefühlt, wie ich eingestiegen bin, ne? Was der wirklich geile Vorteil ist bei dem Fahrradplan R8 ist folgendes. Das Ding ist komfortabler. Viele sagen, das muss doch schleifen. Und Leute, das schleift überhaupt nicht. Gar nicht. Und das finde ich halt das Geile. Tief, eine Fahrverbesserung in meinem Bereich um die 100%. Also es ist wirklich ein anderes Auto, vor allen Dingen mit manuellen. Also manuell in Verbindung mit dem Fahrwerk, der Tiefe, dem Schwerpunkt, abartig. Abartig geil. Und komfortabler, was meinem Rippenzeug hier gerade sehr, sehr, sehr entgegenkommt. Und es regnet in Deutschland und ich kriege wirklich Depri, ich kriege so ein Winterdepri, ne? Jonas auch. Es ist kalt, es ist dunkel, ich kaum Licht. Letztens in dem Ford-Video, wo ich so gemacht habe, geht nicht, nix. Ne? Nix, nix, nix. Und das ist zum Kotzen, ey. Zum Kotzen, das ganze Depri. Guck mal da, der Himmel, ey. Da ist eigentlich die Sonne um die Uhrzeit. Aber da ist gerade gar nichts. Jetzt können wir auch gar keine wirklichen geilen Fahrmanöver hier machen, ne? Jetzt ohne Scheiße, ich muss mich mal gerade so ein bisschen entschuldigen hier. Weil mit den Rippen und nass und keine Strecke und man kann nicht wirklich heizen, das bringt hier gerade irgendwie nichts. Wir machen jetzt mal Porn und dann gehen wir mal zur Nordschleife rüber oder sowas, weil du kommst mit dem Fahrwerk hier nicht annähernd in irgendwelche Bereiche, wo das zeigen kann, was es kann, weil was man gerade merkt, ist, man kann mit einem R8 LMS Ultra aufgrund Druck- und Zugstufeneinstellung kann man perfekt im Alltag fahren. Das ist das Fahrwerk, was du so in der VLN fährst und es ist brutalst komfortabel bei der Tiefe und halt auch immer noch Rest, also extrem viel Restfederweg, Ein- und Ausfederweg. Weil wir machen ein bisschen Porn, ne? Weil ich muss mich auch so ein bisschen schonen, weil ich habe das Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl, als ob ich eine Rippe gebrochen habe. Das juckt dich gar nicht, ne? What you think? Wanna do?